Hey, Murray, wir haben hier einen Code Brown. Was? Jemand hat versucht, den Pfandleiher zu vergiften. Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Oh, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Aber erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht reinkommen sehen. Ach, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon seltsam. Ich rieche hier gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Murray. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich die Ermittlung auf. Das ist mein Murray. Aber trödeln Sie nicht, der arme Mel platzt gleich. Geht klar. Oh! Hey, wie läuft's, Kumpel? Nicht so gut. Sieht aus, als wenn die Nerds ihr Geld alle für Scheiße ausgeben. Geht also eher schleppend, ja? Hab erst einen Hotdog verkauft. An diesen einen Typen, Mel. Ja, ich weiß. Und er sagt, dein Essen ist der Grund, wieso er dabei ist, seine inneren Organe auszukotzen. Unmöglich. Ich verkaufe nur feinstes Fleisch. Garantiert. Hör mal, ich glaub dir, aber irgendwas geht hier vor. Der Typ windet sich vor Schmerzen und es ging ihm gut, bevor er was von dir gegessen hat. Wenn das eine Art Trick ist, um einen Gratis-Hotdog abzustauben. Netter Versuch, aber keine Chance. Könnte ich diesen Becher Kaffee da haben? Du auch noch? Pass auf, Kleiner. Das ist mein Kaffee. Und den brauche ich, um diesen Zirkus hier auszuhalten. Aber Mel braucht ihn wirklich. Ja, ich weiß, dass dieser Mel den auch haben wollte. Der hat mich schon gefragt und das nicht gerade höflich, wenn du weißt, was ich meine. Aber versteh doch, bei ihm muss alles raus und das sofort. Mir doch egal. War nicht mein Hotdog, der ihm das angetan hat. So viel ist mal sicher. Und ich gebe meinen Kaffee keinem so groben Kerl. Das ist mein Kaffee. Alles klar? Klar. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee war, hierher zu kommen? Man hat mir gesagt, dass dieser Hotdog-Junkie hier wäre. Und er ist gut für mein Geschäft. Guter alter Murray. Ganz genau. Aber er hat Schicht am Eingang. Und da darf ich meinen Wagen nicht hinstellen. Also hänge ich hier fest. Aber mal ehrlich, ich hätte gedacht, bei so einer Veranstaltung gäbe es mehr verfressene Fettsäcke. Ja. Schon blöd, wenn keine fetten Leute da sind. Fetten Witze sind auch gleich viel lustiger, wenn jemand dabei ist, den es beleidigt. Okay. Tja, dann bis später. Was? Willst du gar nichts kaufen? Nicht mal nach all dem Smalltalk? Hatte mit keinem Wort erwähnt, dass ich das will. Okay, dann hau mal ab. Ja, hau rein. Ich sehe es auf dem Klo. Mel? Bist du da drin? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu erlösen. Noch besser. Ich bin's, Randall. Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise-Typ. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Nein. Dann hau wieder ab. Oh, ich brauche absolute Konzentration und dafür muss ich allein sein. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Na komm, gib Murray eine Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh, egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werde mein Bestes tun. Okay. Holen wir uns den Kaffee. Aber. Oh. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind Sie hier, um den seltsamen Fall des vergifteten Würstchens zur Untersuchung oder stopfen Sie sich einfach nur voll? Das kränkt mich, Kleiner.
Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Verstehe. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen? Und was haben Sie herausgefunden? Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was die Untersuchung angeht. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen? Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Und was haben Sie rausgefunden? Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hotdogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Oh. Ich wusste, die würden Ihnen gefallen, Officer. Oh, halt doch die Klappe, du Arschkriecher. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was deinen Freund krank gemacht hat, aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Alle seine Produkte haben ein Zertifikat. Und die kann man unmöglich fälschen. Sie sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Was soll ich also machen? Ich weiß auch nicht, Mary. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde oder ein SWAT-Team. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun. Ich habe einen Beweis in meinem Inventar. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf. Selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Ich gehe der Sache auf den Grund. Auch wenn ich dabei meine Marke riskiere. Verdammt nochmal. Wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott. Geh schon. Tu nicht. Oh, stimmt. Scheiße. Ach, Randall, ich mag dich. Ich hab genug von dieser Farce. Ich hau ab. Ja, mach, was du willst. Genau, mach, dass du wegkommst. Du verärgerst meinen guten Freund Officer Murray. Hab ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten? Ich hab einen schlechten Hotdog. Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Oh! Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist dann mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht. Kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Ich weiß, was hier vorgeht. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Netter Versuch, Kleiner. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das ist von heute. Bazinga! Da hast du's. Bazinga! Wer ist dein Daddy? Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann nicht... Randall ist es, ganz genau. Okay, okay. Langsam ergibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund, aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich ja nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter? Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Murray? Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray? Ja? Erzählen Sie das dem Richter. Jawohl! Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Aber jetzt will ich erstmal den Kaffee. Kleiner, Finger weg von meinem... Ach, komm schon. Ich wollte nur ein kleines... Von mein... Okay.
Hallo? Ja? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich habe ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Oh, der Typ hat... hat verdammt nochmal gar nichts gemacht. Ach du Chef, was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem ihr schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Was? Oh, du verarschst mich jetzt, oder? Nein, autsch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Oh. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Oh, sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir seinen nicht geben. Das war's auch schon. Ich würde es dir gern übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Oh, aber ich brauche jetzt etwas Privatsphäre. Genug Gerede. Oh. Okay, viel Spaß noch. Oh nein. Naja. Jetzt haben wir wenigstens einen Kaffee. Da. Da. Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Hier, bitte. Oh, wirklich? Würde ich bei so einer Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Oh. Ich kenne dich doch kaum. Da, bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, man tut, was man kann. Ich verdanke dir mein Leben, Kleiner. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Nein, bitte. Ich habe erst mal genug Selbstmörder gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Dieses Modell ist wunderbar. Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Und es ist aus der Originalserie. Das ist unglaublich. Wie viel willst du dafür? 1 Million. $1 Million. Klar. Ich glaube, da müssen wir etwas nachverhandeln. Wie wär's mit diesem schönen Geldbündel? Ist keine Million, aber sehr viel besser als nichts. Was meinst du? Wirklich? Nach allem, was ich für dich getan habe? Genau deswegen mache ich dir dieses Angebot. Sieh mal, Kleiner. Glaub's oder glaub's nicht, das ist alles, was ich habe. Und ich biete es dir an, weil du mein Leben gerettet hast. Mhm. Nimm's oder lass es. Ich nehme es. Aber nächstes Mal überlege ich's mir zweimal, ob ich dir das Leben rette, okay? Ach, sei nicht so. Niemand zahlt dir das Ding 1 Million. Ich würde sogar sagen, das war das beste Angebot, das du hier bekommen konntest. Na schön, gib mir das dreckige Geld schon. Schön. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Charlie? Da bin ich wieder. Und alles, was ich tun musste, war nur eine Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Oh, das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag. Egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Mehr als genug? Glaube ich nicht. Alter, das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McClane heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben dann Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld? Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Naja, da gibt die es vielleicht Synchro kommt was, mir das bekannt du für vor, mich ist das Brad Pitt? Nee. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Ey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay, ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall,
Jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter. Es war nur Spaß. Ich bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch mal 20% draufgegangen. Hey, komm schon. Lern einfach mal, deine große Fresse zu halten, Randall. Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Und ja. Du willst einem der Schauspieler... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Klingt eigentlich ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Oh. Und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Hey, nicht mein Problem. Ich hab eins. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Actionfigur. Wow. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Oh. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Ja, let's go. Was für eine schöne Nacht, meinst du nicht auch? Oh ja, wundervoll. Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Nein, das tust du nicht. Oh Gott, tue ich das nicht? Warum ist was in meiner Wohnung passiert? Gehen wir zum großen Rennen oder sowas? Du wirst mich ausrauben, oder? Ganz genau das. Jawohl. Oh. Hast du schon mal eins mit dem Brecheisen übergezogen bekommen? Das wird wohl eher nicht helfen. Besser nicht, da kann ich nicht gewinnen. Schätze, hier kann selbst ich mich nicht rausreden. Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf. Und Alter, sieht der angepisst aus. Was zum... Au! Nein! Hey! Oh. Nicht da drin! Au! Oh! Da beißt! Nein, nicht beißen! Alter! Du solltest mir doch helfen! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Oh nein! Tag 4. Officer Hicks, geben Sie mir den Ring. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern.
Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Ja! Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. So, mir ist arschkalt, ich muss pinkeln, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss einen Abwasch machen, entweder mache ich später nochmal weiter oder ein anderes Mal hier und jetzt auf jeden Fall. Tschüss! Ich trinke gerade zum allerersten Mal Glühwein, aber jetzt auch noch nicht mal so ein richtiger Glühwein, sondern eher so ein Billo-Glühwein, so selbstgemachter. Meine Mutter hatte nämlich so eine kleine Flasche Wein gekriegt, aber ich glaube auch nur so ein Billigwein und dann irgendwie sowas wie so ein Teebeutel Glühweingewürz. Und da sollte man irgendwie so reinhalten. Ich habe das jetzt gerade gemacht, weil meine Mutter trinkt sowas eh nicht. Und ich glaube, ich bin überhaupt gar kein Fan davon. Mal davon abgesehen, dass ich zum allerersten Mal überhaupt Wein trinke. Wenn ich einen Mental Breakdown herkriege, weißt Bescheid warum. Vor allem, ich habe das in meiner einzigen weihnachtlichen Tasse gemacht, weil normalerweise wird das ja immer so in einer weihnachtlichen Tasse serviert. Und ich habe nur eine und die ist auch noch so lächerlich groß. Ich brauche immer so ein Mühe, um überhaupt an den Wein dran zu kommen. Ach Gott. Alter, es ist schon eine ganze Weile her, wo ich aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht mal, wo wir waren. Ich will auf jeden Fall die Partytröte. Okay, ist das schon ein neuer Tag? Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Was? Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Was? This is my street, this is my neighborhood, this is my life. Mein Name ist Lester Burnham, das ist meine Straße, meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Leben. Okay. Ja, wir sind irgendwie rausgeschmissen worden, oder? Es ist wirklich lange her. Ich habe auch in der Zwischenzeit, habe ich Tell Me Why nämlich aufgenommen. Es ist lang und What Remains... Also ich habe zwei Spiele in der Pause aufgenommen gehabt. Ich spring nicht über eine Absperrung. Kannst du doch mal machen. Bist jung und dynamisch. Haben wir schon mit ihm geredet? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtigeres kümmern. Okay. Wie heißt du nochmal? Ah, Mary! Hey, was geht, Mary? Beschäftigt? Gecancelt? Ich fragte, ob sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge! Ich weiß, ich stehe hier nur rum, aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Mary? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ey, die ist gecancelt? Was ist denn los? Ich bin ihr anderes Ich aus einem Paralleluniversum. Ich komme aus der Zukunft, wie sie waren. Würstchen werden ihr Verderben sein. Vater, eigentlich habe ich dich wiedergefunden. Ich komme aus der Zukunft und will sie warnen. Würstchen werden ihr Verderben sein.
Hey, was weißt du darüber? Ich komme aus der scheiß Zukunft. Ich weiß alles. Du willst also sagen, dass ich das Grillen sein lassen soll, ja? Nein. Nur das Essen. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Also, was hast du denn dann Verzieh dich. Du sollst nur das Essen sein lassen. Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Hä? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, ja, rücken let's go. Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereithielt. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich da schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen. Und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als sie die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Du Monster! Mein Gott, ich habe alles versucht. Aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber... Seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Was? Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber... Mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Mary? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Da sagen Sie was. Oh mein Gott. Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live-Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Heyo. Sie sind ein scheiß Held, Murray. Ich habe gar keine Zweifel mehr. Sie sind ein scheiß Held, Murray. Ich habe gar keine Zweifel mehr. Ja, deswegen habe ich in letzter Zeit so viel zu tun. Manchmal werde ich in der U-Bahn gebraucht, manchmal soll ich diese Conventions bewahren. Meine Vorgesetzten wollen sogar manchmal, dass ich ihnen persönlich den Kaffee zubereite. Das nenne ich mal Vertrauen, weißt du? Oh ja, ganz klar. Diese Stadt braucht sie, wie Gotham Batman braucht. Ja, so ungefähr. Du meinst die Convention, die gecancelt wurde? Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Oh, das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, hm? Ach bitte, Junge! Ich habe sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen. Murray, du Ehrmann. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Rotwein bin. Ich weiß es echt nicht. Ich habe gedacht, ich probiere es mal, weil irgendwie sehr viele Leute Wein trinken. Ich bin immer noch irgendwie bei Bier und Whisky hängen geblieben, aber ich habe noch Bier im Kühlschrank. Fuck Mary, Mann, ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flan. Ich bin so stolz auf sie. Fuck Mary, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flan. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Oh Gott, scheiße.
Das schmeckt so komisch. Vor allem, der Rotwein ist gar nicht mal rot, der ist lila. Nicht irgendwie dumm? Ja. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein. Ich hab die Marke... Man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfach einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal hin. Es ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Das ist ein Hase, weil du, Murray, du bist mein kleines Häschen. Wieso habe ich jetzt eigentlich... Okay, auf jeden Fall, die Convention ist gecancelt, aber... Ich brauche das Poster nicht. Wow, offensichtlich fällt die Sci-Fi-Con aus. Schade eigentlich. Ja, aber warum? Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Oh, Mann. Hey! Scheiße! Oh, tut mir... Oh, Mann. Marys Mark... Wie ging das nochmal? Kann man wahrscheinlich nichts machen, okay. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Ja, ja. Ich habe glatt vergessen, dass ich von Randy diesen Grundstimme. Du musst erst schauen, ob mit Matt alles okay ist, bevor ich loslege. Du musst erst. Ich mag die Synchronstimme sehr. Ich finde die voll angenehm. Übrigens, meine Challenge. Also, ich werde nicht nachgucken. Ich werde nicht nachgucken und nicht die Hilfe einschalten. War übrigens total bescheuert, weißt du? Ich weigere mich, die Hilfe einzuschalten, aber ich gucke nach, weißt du? Das ist Cheating. Aber ich wollte im Spiel nicht die Genugtuung gönnen. Ach so, ist wirklich hier, sorry. Matt! Du lebst, oder? Du lebst!